Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück bei einer weiteren Folge 7 Days to Die. Die Sonne geht auf, es ist ein sehr stimmiger Morgen, begleitet mit leichten Grunzen, das heißt, das Wetter wird schön. Wenn die Zombies grunzen, ist immer Sonnenschein angesagt. Habe ich mir sagen lassen. Und wir werden wieder rübersetzen, weil wir gesagt hatten, wir wollen bauen. Bauen, bauen, bauen. Ich habe gerade dreimal genießt und irgendwie tut mir jetzt gerade jeder Knochen im Körper weh, was mir ein bisschen Angst macht. Ach, fühlt sich komisch an. Alter, die Waldfee brauche ich nicht öfters. Ist nämlich ziemlich unangenehm, wie ich finde. So, hier war ich ja schon. Ta-ta-ta-ta. Das wird ein ziemlich teures Unterfangen, was ich hier vorhabe. Wobei ich glaube, dass ich das ein bisschen runter reduzieren werde. Weil die unteren werde ich gar nicht ausbauen. Dient ja nur erstmal als Sicherung, Früherkennung, Schutz. Na. Keine Ahnung. Da, da und da. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, so, ich wurde mehrfach jetzt schon gefragt, was ich denn von der Alpha 13 halte. Beziehungsweise im Livestream wurde ich das ja auch schon gefragt, wo ich sagen muss, ich war zu dem Zeitpunkt ein bisschen überrumpelt. Ich dachte, hä, hast du jetzt wirklich nicht das Update mitbekommen? Das wäre ja ziemlich schockierend. Aber es wurde gefragt anhand der Bilder. Ich finde die Bilder sehr interessant. Nach wie vor bleibe ich aber dabei. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Aber dazu habe ich ja im Stream Stellung genommen. Ich glaube, den lade ich auch sogar hoch. Ich habe ihn noch nicht gerendert zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier, wo die Aufnahme hier ist. Dementsprechend kann ich auch noch nicht sagen, wie die Qualität denn ist. Also kann ich auch noch nicht sagen, ob der überhaupt bei YouTube auftaucht. Da ich ja doch so minimalistische Ansprüche habe an das ganze Geschehen und ich keinen Bock habe, so einen Pixelmatschbrei da hinzusetzen. Ah, wo kommt der? Da. Ups, daneben. Ups, daneben. Okay, der ist noch zu weit weg. Der braucht noch ein paar Jahre, bis er bei mir ist, also von daher, who cares? Dip, 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 dip. Was meint ihr? Macht das Sinn, was ich hier mache? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich wollte jetzt unten die Rebar-Frames so weit drin lassen. Als Sicherung, falls sie sich doch mal durch den Boden graben sollten. Die werden auch nicht aufgewertet werden, weil das viel zu pervers teuer wäre. Rein vom Material her. Na hoch, du bist aber doch ganz schön schnell gewesen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Wenn es keinen Sinn macht, dann unterstellt mir jetzt, dass ich die Folgen einfach mit Quatsch füllen möchte. Dem ist zwar eigentlich nicht so, aber naja, gut. So. Es nimmt ja langsam Form an. Ich habe trotzdem das Gefühl nicht los. Jemand kommt hier gleich wieder um die Ecke gewatschelt. Wo watschelt ihr denn? Ich kann jetzt so auf den ersten Blick niemanden erkennen, aber hören. Ja, dachte ich's mir doch. Kinderbodenturm ist in der nächsten Stadt. Also bitte, Abgang. Danke, bitte. Gern geschehen. Oder so ähnlich. Ach ja.
So, und sobald wir das Ganze hier haben, werde ich dann schon mal mich dran setzen und Versorgungskisten machen. Muss ich gleich schon wieder nachgucken, was ich dafür denn alles brauche. Ich bin ja so hochgradig professionell. Das sollte ich nicht so oft erwähnen. Das könnte irgendwann ein ziemlich lästiger Begriff werden, dieses hochgradig professionell. Ich versuche es zu vermeiden. Gib mir 6 Monate, dann habe ich das aus dem Sprachgebrauch auch wieder raus. So. Schnieke. Hier kommt so einer rein. Das bleibt, das bleibt. Schön. So, Storage. Da hätte ich sogar alles für da. Kann ich schon mal eine Foodkiste machen. So. Nichtsdestotrotz fahren wir auch nochmal nach Hause. Klingt immer so interessant. Wir fahren nochmal nach Hause, obwohl da wir gerade am richtigen Zuhause bauen. Ich werde auch für den Bau dann wahrscheinlich hier oben die Rebar-Frames und so weiter abbauen müssen, damit ich genügend Material habe. Nein. Da. Dann hätte ich noch ganz gerne... Das war ein Crossbow Bolt. Haben wir so einen noch da? Iron Crossbow Bolt? Haben wir keinen regulären Crossbow Bolt mehr da? Steel Arrow? Haben wir keinen einzigen Crossbow Bolt mehr? Es scheint so. Ja, ziemlich uncool. Okay, wir werden erstmal... Davon eine reicht meines Wissens nach raus. Ja. Food hätte ich ganz gerne 2. Eine für Getränke, eine für Futter. Na los. Na los. Haben wir hier schon irgendwas... Also wir haben Storage Food, Storage Ammo. Was brauche ich denn für einen Crossbow Bolt? Was, ernsthaft, so ein Ding habe ich noch nie hergestellt? Doch, muss ich ja. Nee, ich erzähle Blödsinn. Ich muss sie ja gar nicht hergestellt haben, aber ich hätte sie herstellen sollen. Wo sind denn... Da... So, dann gehen wir einmal runter, sammeln irgendwo ein kleines Steinchen auf. Irgendwo wird hier doch einer rumliegen. Wahrscheinlich werde ich die ganze Folge jetzt verschwenden, um einen Stein zu suchen. Ne, hier sind welche. So. Einmal Crossbow Bolts. Für eine Kiste. Und dann bin ich auch happy. Aber noch nicht ganz. Ja, ja, so ist das, wenn man mit den Gedanken nicht bei der Sache ist. Schön, ne? Ah! Oh, Entschuldigung. Das sollte jetzt nicht so laut rüberkommen und auch nicht so panisch wirken. Tat es aber wahrscheinlich. Nein, ich war nicht panisch. Ich bin die Ruhe in Person. Unerschütterlich. Und das klingt so abstrus, dass ich es mir selber nicht glaube. Also, nicht näher drauf eingehen, bitte. Danke. Und zu guter Letzt hätte ich dann jetzt ganz gerne Weapon. In der Zwischenzeit. So. Verschalen kann ich die ja schon mal soweit. Und das Material, was ich hier habe, wird nie im Leben reichen, um einmal außen rum zu kommen, zumindest auf der Ebene. Aber das ist ja egal.
Wir sind ja hier die totalen Verschalungsprofis. Ich kann mal die Lafunzel ausknipsen, die nervt gerade ein bisschen. Wobei, wir haben 12 Uhr und ich finde es hier doch relativ dunkel, muss ich sagen. Vielleicht ist ja langsam Winter irgendwie hier, auch in Everskane. Hat dieses blöde Land eigentlich jetzt mittlerweile einen neuen Namen bekommen? Und sagt jetzt nicht Random Gen. Das wäre ziemlich unpassend. Sodele. Da schlawinert jemand rum. Ich überlege gerade nach der Raumaufteilung. Da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, wie ich was jetzt aufteile. So, was wir aber machen können. Da. Und da. Hier dasselbe in grün. Halt den Schnabel da hinten. Dass die sich immer alle zu Wort melden müssen, es ist furchtbar. So, da noch. Ah ja, sieht ja schon mal ganz hübsch aus, oder? So für den Anfang kann man das doch mal machen. Ah, das wird jetzt hier gleich interessant. Ja, wobei interessant das falsche Wort ist, aber ich muss hier wieder aufpassen, dass ich die Ecken so weit verschalt bekomme. Da komme ich von innen ja wieder nicht ran. Wir verbauen jetzt erstmal hier die ganzen Frames, die wir haben, damit ich mal weiß, so hoch kommen wir. So viel können wir machen. Und damit ich auch dann schon mal so eine Übersicht machen kann, wo mache ich denn so meine Schießscharten hin? Ja, sowas will ich auch haben. Das macht ja Sinn. Und jetzt... Bis jetzt ist draußen Minusgrade heute Nacht schon gewesen. Also unsere Wiese war vor der Tür total weiß. Alles gefroren und trotzdem sind hier immer noch scheiß Mücken. Ich hasse Mücken. Das so ziemlich überflüssigste, dämlichste, was Mutter Natur hätte verbreiten können. Mücken. Genauso wie Fliegen. Deswegen mag ich auch Hausspinnen. Zumindest solange sie nicht an mir irgendwo rumkrabbeln. Da kann ich dann auch nicht so wirklich was mit anfangen. Aber solange sie mir diese Fliegedinger vom Hals halten, sind sie mir recht. Sind sie meine besten Freunde. So, das sieht doch schon mal schön aus. Oder? Ja, ne? Ich find's dufte. So, machen wir hier zwei. Ebenfalls zwei. Mal eben gucken. Den noch weg, den noch weg. So, dann können wir sagen... Die werden verschalt, weg, 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 verschalen, verschalen. Wie machen wir das hier? Kann ich das so machen? Ich muss jetzt selber gucken. Huh. Wahrscheinlich wird mir jetzt gleich beim Verschalen das ganze Ding einstürzen. Oder auch nicht. Das ist doch schön. So, da und da. Das heißt, hier machen wir dasselbe Spielchen in grün. Haha. Ich finde, so langsam nimmt das hier echt gute Form an. Ich bin schon relativ angetan davon. Aber ich muss sagen, meine Euphorie hält sich dann wieder in Grenzen, wenn ich weiß, was für Material notwendig sein wird. Um das Ganze dann hier hübsch zu machen.
Da sehe ich nämlich schon wieder Unmengen Arbeit auf mich zukommen. Aber nun gut, müssen wir irgendwie durch. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, ob ich das bis zum Release der A13 soweit durchkriege. Das ist mir auch egal. Ich habe mittlerweile Spaß an der Freude. So. Zwei. Na. Das mit den Sätzen hakt auch nochmal hin und wieder. I don't know why. Trotzdem überlege ich noch, ob das jetzt hier gerade schon so Sinn macht, wie ich das mache. So. Der kommt raus. Kommen wir auch an den ran. Puh. Schiete. Ich hätte den auch noch rausmachen müssen. Okay, machen wir hier besser. Kann das schon mal so weit? Hier hatten wir gesagt 1, 2, 3. Dann machen wir hier auch 2. Dann haben wir auch den Eingang im Blick. Aha. 1, 2, 3. Hier machen wir dann zu. Ich würde sowieso einen Teufel tun, da irgendwie an... guck mal, hier hätten wir dann auch noch auf. Okay, müssen wir dann nachträglich wieder rausboxen. Das ist nicht die schöne Art, das ist auch nicht die feine englische Art, aber es ist nun mal die Art, die wir jetzt zur Verfügung haben. Weil ich ja wieder mal so geil aufgepasst habe. So. Und so. So, und so, und so. So. Die nehmen wir jetzt hier erstmal weg. Das ist den ganz einfachen Grund, weil ich ganz gerne... Ups, da war ein Holzframe dazwischen. Ich möchte hier erstmal die Umrandung machen, dass mir hier auch keiner reinstreunern kann. Hier kommt schon keiner mehr rüber. Das ist okay, das ist auch okay. So und so und so. So. Nicht schön, aber selten. So, dann. Die noch zumachen. Ich werde auch erstmal mit dem Zement die Mitte ausfüllen. Ups. So, für Holz schon weg. Okay. Cool. Also sprich hier diesen Bereich, weil da kloppen sie am meisten hin, wenn sie mich sehen. Erfahrungsgemäß. Da kann ich mich jetzt auch wieder täuschen, wie gesagt, aber so ist es mir lieber. Ich hätte die Tür gerne... Kann ich jetzt ernsthaft die Tür noch nicht setzen, weil... Muss der ganze Scheiß wirklich erst aushärten. Naja gut, dann... Eigentlich stinkt es mir, das jetzt hier wieder einzureißen, aber okay. So kann man auch Rebar-Frames verschwenden. Aber wir wollen das Ganze ja relativ gleichmäßig haben. Ist auch irgendwie total sinnbefreit, ne? Wenn ich einen Rebar-Frame soweit abbauen möchte, muss ich keine Ahnung, wie viel Schläge investieren. Und sobald er verschalt ist, zählt er als, ja, Baumstumpf, könnte man schon fast sagen. Die Lücke hätte ich gerne gefüllt.
Sotelle. Sieht doch schon ganz schick aus. Ah ja. Was sagt man? Holzvorrat? Gut, dann können wir nochmal eben erstmal die Funzel anmachen. Zumindest vielleicht ja schon mal einen Raum fertig kriegen. Dürfte aber soweit hinhauen, glaube ich. Seid ihr nur ihr zwei? Wäre ja wünschenswert. Ach, jetzt habe ich Mist gemacht. Naja, egal. Nee, doch nicht. Alles gut. Hallo? Seid ihr nur ihr zwei? Gewesen? So, der noch. Da noch. Ist das schlau, was ich hier mache? Nein, eigentlich nicht. Wir können eigentlich jetzt, just in diesem Moment, nur hoffen, dass die nicht so viel Aufmerksamkeit dafür investieren, um... Das war schlau. Das war genauso schlau. Wir können nur hoffen, dass die jetzt nicht irgendwie auf die Idee kommen, auf den Weg zu mir, da die Hütte, dass sie da quer durchrollen. Och, komm schon. Deswegen baue ich so ungern mit Leitern. Kurze Kontrolle, ob jemand hier oben ist. Nein, 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 gut. Ja, prinzipiell haben wir Zement. Wir bräuchten jetzt noch, puh. Gravel. Den habe ich natürlich nicht. Okay, sei es drum. Wir haben jetzt erstmal kein Gravel. Das ist jetzt aber auch nicht so der Beinbruch. Den werden wir uns nächste Folge dann suchen, wenn bis dahin kein Update kam. Ich werde jetzt hier die Nacht so ganz gechillt verbringen und naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.